Ja, dann herzlich willkommen zu unserer zweiten Veranstaltung dieses Blockes. Und diesmal wird uns Christoph Hormann ein paar Einblicke in die darstellungsorientierte Generalisierung geben und wie man damit die Qualität von automatisierten Karten verbessern kann. Also vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, Dankeschön. Sie haben alle heute und auch gestern vielleicht schon eine ganze Menge Kartendarstellungen in verschiedenen Vorträgen gesehen, die wahrscheinlich auch in Ihrem Erscheinungsbild von der Qualität, wie ansprechend Sie sind, wie gut lesbar Sie sind, sich stark unterscheiden. Und all das hat sehr viel mit dem Thema Generalisierung zu tun. Ich hatte zu dem Thema vor ein paar Jahren schon mal auf der Voskis einen Vortrag gehalten, wo ich einige praktische Ideen dazu vorgestellt habe. Und ich möchte das heute ein bisschen grundsätzlicher aufziehen und auch ein paar Neuerungen in dem Bereich vorstellen. Zunächst erstmal ein kleiner historischer Rückblick. In der vordigitalen Zeit Kartografie, wie hat das stattgefunden, wie hat man Karten erstellt? Das war im Grunde genommen ein Prozess, wo sehr unmittelbar die Erfassung der Daten, der Informationen in der Natur, in der Umgebung verbunden war mit dem Zeichnen der Karten. Und die Karte war gewissermaßen gleichzeitig Darstellung, kartografische Darstellung und Datenbank. Die größte Neuerung, die schon in vordigitaler Zeit in dem Bereich sich etabliert hat, war, dass man übergegangen ist von der Erfassung im Gelände zu einer zunehmenden Erfassung über Luftbilder, also dass man auf die Entfernung quasi gemappt hat. Mit der Digitalisierung hat sich da grundsätzlich erstmal in vielen Fällen wenig verändert. Man hat im Grunde genommen, wie überall in der Digitalisierung, halt die Handarbeit mit Stift und Papier ersetzt durch digitale Methoden. Es hat auch im Rahmen der Digitalisierung relativ starke Verbreitung von Automatisierung in der Datenerfassung gegeben und in der praktischen Organisation sehr viel Modularisierung, dass also die Arbeitsprozesse in kleine Pakete aufgeteilt wurden, die dann unabhängig voneinander bearbeitet wurden. Aber dass die Grundidee, dass die Datenmodelle und die Datenbankkonzepte weiterhin eine Orientierung direkt an dem Ziel der Darstellung, dass die Daten also organisiert und erfasst wurden mit dem Ziel der Kartendarstellung direkt im Kopf, daran hat sich nicht viel geändert. Und man hat auch weiterhin das Verständnis gehabt, dass die gestalterische Arbeit direkt an den konkreten Daten erfolgt ist. Das steht im Gegensatz zu einem neuen Konzept, was ich im Kontrast dazu hier zeigen möchte, die regelbasierende digitale Kartografie, wo man auf Basis generischer Geodaten über allgemeingültige Regeln halt die Karte erstellt. Das hat sich vor allem auch über OpenStreetMap etabliert, wo das quasi zum ersten Mal in einem großen Umfang in der Praxis eingesetzt wurde. Und man betrachtet dort dann halt die Darstellung als einen automatisierten Datenverarbeitungsprozess im Grunde genommen. Das Problem dabei ist aber, dass das eigentlich durchgehend qualitativ nicht konkurrenzfähig ist mit der individuell gestalteten Karte. Das war auch in der Anfangszeit von OpenStreetMap so, dass professionelle Kartengestalter oft erstmal auf OpenStreetMap herabgeblickt haben und gesagt haben, das sieht ja eigentlich gar nicht relativ bescheiden aus in der Qualität und haben dann oft nicht realisiert, dass das im Grunde genommen nicht qualitativ schlechte Arbeit ist im Projekt, sondern dass das etwas direkt damit zu tun hat, wie das Gesamtprojekt aufgezogen wurde. Hier nochmal zur Illustration davon, ein paar Beispiele von OpenStreetMap-Basis-Kartendarstellungen sehr unterschiedlicher Gestaltung, aber auf Basis derselben Daten und man erkennt, dass halt die Unterschiede groß sind, wie das aufgezogen ist, dass aber auch gewisse Ähnlichkeiten bestehen und gerade auch gewisse Defizite in der Darstellung halt im Grunde genommen in allen Darstellungen gleich ist. Das resultiert eben aus den Grenzen der regelbasierten Darstellung, wie man sie im Moment praktisch hat. Hier nochmal diese drei Konzepte, die ich jetzt historisch betrachtet habe, nebeneinander mit ihren Vor- und Nachteilen. Und wenn wir die institutionelle Kartografie nehmen, also das, was nicht OpenStreetMap ist im Grunde genommen, dann befindet man sich da im Grunde genommen ein bisschen in der Mitte zwischen dem traditionellen digitalen und dem regelbasierten. Meistens wollen die Leute gerne zu dem regelbasierten hin, wegen der sehr geringen Kosten im Grunde genommen und der guten Aktualisierbarkeit. Und man ist dafür im Grunde genommen auch bereit, schlechtere Qualität in Kauf zu nehmen in gewissem Maße, aber das fällt halt nicht vom Himmel. Man kann halt so eine generische Geodatenbank und die Regeln, um das dann in eine Kartendarstellung umzusetzen, nicht einfach mal so aus dem Hut zaubern. Und auch hierfür ein paar praktische Beispiele jetzt von
Karten institutioneller Produzenten, nicht auf OpenStreetMap-Basis, wo man halt auch Defizite sieht, die entweder daraus resultieren, dass eben die regelbasierten Prozesse noch sehr rudimentär sind oder eben, dass es nicht wirklich generische Geodaten sind. Was ich jetzt hier vorstellen möchte, ist ein anderer Ansatz, der aber auf dem regelbasierten Ansatz aufsetzt, den ich den darstellungsorientierten Ansatz nenne. Und das basiert auf der Idee, dass man nicht wie normalerweise sagt, ich habe Daten und möchte diese Daten im Grunde genommen darstellen, ich möchte die Karte als Datenvisualisierung aufziehen, sondern dass man hingeht und sagt, ich möchte etwas Bestimmtes darstellen und ich überlege mir, wie komme ich jetzt dafür an die Informationen, die ich benötige, um diese Darstellung in Form allgemeingültiger Regeln zu produzieren. Erstes Beispiel dafür, etwas sehr Einfaches im Grunde genommen, Darstellung von Gletschern. Hier die Daten von OpenStreetMap aus den Berner Alpen und jetzt als Ergebnis eines darstellungsorientierten Generalisierungsprozesses eine Folge von verschiedenen Generalisierungsstufen für verschiedene Maßstäbe. Man sieht, dass eben die Details zunehmend verschwinden, also für immer kleiner werdende Maßstäbe weniger Details, sodass das Ergebnis gut lesbar bleibt. Das sieht jetzt erstmal sehr relativ trivial aus, man fragt sich ja, was ist jetzt eigentlich darstellungsorientiert daran? Zunächst einmal Informationen, da gehen halt nicht nur die eben gezeigten Ausgangsdaten der Gletschergeometrien aus OpenStreetMap ein, sondern es gehen auch Reliefdaten ein und es gehen auch, was in diesem Fall jetzt nicht so von Bedeutung ist, Gewässerdaten an von Gewässern, die an die Gletscher angrenzen. Nächstes Beispiel, wo man es vielleicht ein bisschen besser erkennen kann, was die darstellungsorientierte Idee ist, wenn man die bebauten Gebiete in einer Karte darstellen, das ist typischerweise, wenn man eine Karte im mittleren Maßstabsbereich haben, stellt man Städte nicht mehr nur über ein Punktsymbol dar. Man kann aber auch aufgrund des Maßstabes noch nicht die einzelnen Gebäude im Grunde genommen darstellen oder auch die kleineren Straßen. Und deswegen stellt man halt das bebaute Gebiet als Ganzes dar, sodass man die Form der Stadt zum Beispiel erkennen kann. Und um jetzt so eine Darstellung zu produzieren, sind viele an der kartografischen Anwendung orientierten Datenbanken, also nicht generische Geodatenbanken, haben halt explizit solche Polygone drin. Man kann aber auch hingehen, wie ich jetzt hier, und sagen, wir nehmen die primären Daten, die einfach die Realität dokumentieren, das sind die Straßen, das enge Straßennetzwerk in der Stadt und die Gebäude. Und diese beiden Sachen kombiniert man, wertet man aus, bestimmt die Dichten von Straßen und Gebäuden und erzeugt daraus dann Polygone für die bebauten Gebiete. Und hieran wird, denke ich, deutlich, dass man hier was anderes hat, als man normalerweise jetzt in der kartografischen Datenverarbeitung, dass man nicht einfach nur Ausgangsdaten hat, die man irgendwie verarbeitet und ähnliche Enddaten produziert, sondern dass man etwas neu erzeugt für die kartografische Anwendung aus Daten von einem vollkommen anderen Typ. Drittes Beispiel soll zeigen, dass es ein bisschen komplizierter werden kann, auch in vielen Fällen. Hier haben wir in dem Schema Schaubild unten dargestellt den darstellungsorientierten Generalisierungsprozess, wie ich ihn eben schon an zwei Beispielen gezeigt habe. Wir haben aber das Problem, dass im Grunde genommen, um das tun zu können, wir nicht die Ausgangsdaten haben, die wir brauchen dafür. Wir können aber hingehen und sagen, wir haben Daten über die Gewässergeometrien, Reliefdaten auch hinzu und können daraus dann wiederum in einem analytischen Prozess die Informationen erzeugen, die Netzwerktopologie der Flüsse und dergleichen, deren Gewichtung, um daraus dann die Darstellung ableiten zu können. Wir haben also eine Aufteilung zwischen der Ebene der generischen Geodaten, wo wir also nicht darstellungsorientiert sind, und dem darstellungsorientierten Prozess, für den wir dann auf der generischen Ebene eben all die Informationen erzeugt haben, die wir brauchen, um die Darstellung, so wie wir sie haben wollen, zu erzeugen. Hier das analytische Zwischenergebnis, die Analyse des Gewässernetzwerkes visualisiert und hier exemplarisch mal, wie jetzt die generalisierten Geometrien aussehen können für einen bestimmten Maßstab. Letztes Beispiel. Die eben gezeigten Beispiele sind im Grunde klassische kartografische Datenverarbeitungsbeispiele. Die Reliefdarstellung ist normalerweise etwas, was da irgendwie fremd ist drin, weil es im Grunde genommen auf anderen Prozessen aufbaut, eine Rasterverarbeitung. Kann man aber im Grunde genommen in einem darstellungsorientierten Prozess genauso angehen, dass man wieder hingeht und sagt, ich gehe von der Darstellungsseite heran und frage mich, was für Informationen brauche ich,
um eine Darstellung zu produzieren, die ich haben möchte, während man klassisch bei der Reliefschattierung normalerweise hingeht und sagt, ich habe mein Höhenmodell und ich mache da jetzt einen analytischen Prozess, indem ich irgendwie ein Beleuchtungsmodell berechne und dadurch das Erscheinungsbild von jedem Pixel aufgrund einer bestimmten angenommenen Beleuchtung und einem bestimmten angenommenen optischen Materialverhalten. Hier also der Ansatz, auch für die Reliefschattierung den darstellungsorientierten Prozess zu nutzen. Und hier schon ein Beispiel auf der Folie, hier nochmal ein weiteres Beispiel, wo man halt erkennen kann, dass man auch hier aus dem Relief Details entfernen kann, die nicht wirklich sinnvoll dargestellt werden können und dann im Ergebnis halt ein Erscheinungsbild hat, was besser lesbar ist, weil eben die Details, die wichtig sind, gut sichtbar sind, während die Details, die man sowieso nicht erkennen kann und auch nicht darstellen möchte, halt fehlen. Das waren jetzt die Beispiele, die ich ein bisschen in die Tiefe gehen zeigen wollte. Jetzt kommen ein paar Gesamtkartenanwendungsbeispiele, wo halt diese verschiedenen Prozesse, die ich eben anderesweise vorgestellt habe, kombiniert werden, um eine Komplettdarstellung zu produzieren. Und ich möchte betonen, dass das alles Sachen sind, die eben komplett ohne Handarbeit vollständig auf Basis von regelbasierten Prozessen erzeugt wurden, wo also der eigentliche Kartenerstellungsprozess komplett automatisiert ist und die gestalterische Arbeit komplett in Form von der Erzeugung generischer Regeln stattfindet. Erstes Beispiel beginnen wir bei was ganz grob in der Weltkarte. Hier gehen ein Gletscherdaten, wie ich sie eben gezeigt habe, Gewässerdaten, wie ich sie eben gezeigt habe und Reliefdaten, im Grunde genommen sonst nichts anderes und all das verarbeitet mit darstellungsorientierten Prozessen, mit diesem Ergebnis hier. Dann ist der Sprung zu einem deutlich größeren Maßstab. Hier kommen zusätzlich die bebauten Gebiete, die ich eben erwähnt habe und in einer sehr ähnlichen Form halt auch hier Waldgebiete, die noch dargestellt sind in der Karte. Nächstes Beispiel nochmal eine physische Karte, wo eben wie auch in der Weltkarte nun mal auf dem größeren Maßstab, wo man mehr Details halt im Relief auch erkennen kann. Das Beispiel hier ist im Grunde genommen von den enthaltenen Daten dasselbe, aber nochmal bei einem etwas größeren Maßstab und einer anderen Farbgebung dabei. Ist jetzt von der Bewertung her sehr subjektiv, wie man jetzt das Erscheinungsbild der Beispiele, die ich gebracht habe, findet. Aber ich denke, ist es auch für die, die jetzt vielleicht aus ästhetischen Gründen lieber was anderes bevorzugen würden, erkennbar, dass eben durch das Entfernen von Details, die man im Grunde genommen nicht vernünftig darstellen kann, man eine bessere Lesbarkeit der Gesamtkarte erreicht. Letztes Beispiel, noch ein größerer Maßstab, wo noch was hinzukommt, was ich jetzt nicht erwähnt habe im Detail, die Höhenlinien. Darstellung, was aber auch ein sehr schönes Beispiel ist für den darstellungsorientierten Ansatz, weil wir im Grunde bei den Höhenlinien meist, wenn Sie sich Karten angucken, die halt auf automatisierten Prozessen basierend erzeugt wurden, wie zum Beispiel irgendwelche Internetkarten, ist meistens der Ansatz, naja, wir erzeugen analytisch aus unserem Höhenmodell einen Höhenliniendatensatz und verwenden den dann durchgehend vollkommen unabhängig vom Maßstab und das führt halt meistens zu qualitativen, nicht optimalen Ergebnissen und auch hier halt, wenn man die Darstellung der Höhenlinien auf den jeweiligen Maßstab und den jeweiligen Kartenstil anpasst, kommt man zu einem deutlich besser lesbaren Ergebnis. Zusammenfassend, die Vorteile des darstellungsorientierten Ansatzes nochmal, wir haben sehr viel freiere Gestaltungsmöglichkeiten, weil wir eben hingehen und sagen, wir kommen von der Darstellungsseite her und sagen, was wollen wir darstellen und nicht, wir kommen von der Datenseite her, was haben wir für Daten, wie visualisieren wir sie. Wir haben die Möglichkeit, dass wir viele verschiedene Datenquellen kombinieren können, sowohl innerhalb von demselben Datentyp, also bei den Gletschern vorhin zum Beispiel, habe ich zwar jetzt in den Alpen nur OpenStreetMap-Daten gezeigt, aber es gibt andere Gebiete der Welt, wo die OpenStreetMap-Daten sehr lückenhaft sind, da können wir die auch problemlos durch andere Daten ergänzen. Das lässt sich in einem darstellungsorientierten Prozess meist relativ nahtlos machen. Daneben können wir halt auch, wenn wir für die Darstellung in optimaler Qualität zusätzliche Informationen benötigen, wie zum Beispiel Reliefdaten jetzt bei der Gletscherdarstellung, können wir die relativ einfach mit reinnehmen, wenn wir das bei einem Datenverarbeitungsprozess von der Datenseite her gedacht manchmal ein bisschen schwieriger sind. Und ich denke, alles zusammen liefert eine Chance, dass wir eben die qualitativen Defizite, die wir normalerweise im regelbasierten Prozess haben, dass wir die überwinden können.
möchte aber nicht verschweigen die Herausforderungen des Ganzen. Ich hatte eben erwähnt, dass wir eben die Chance haben, dass wir sehr viele verschiedene Datenquellen kombinieren können, was aber zwangsläufig dazu führt, dass wenn Fehler in diesen Datenquellen sind, dass wir damit umgehen müssen. Und die Fehlertoleranz in den Prozessen ist eine große Herausforderung dabei, weil wir eben generische Geodaten haben, die nicht auf die konkrete kartografische Anwendung zugeschnitten sind und eben auch durch die Verwendung von vielen verschiedenen Daten eben mehr Fehler drin haben können. Das Ganze ist meistens recht schwierig in einen traditionellen regelbasierten Prozess, wie wir ihn bei OpenStreetMap haben, zu integrieren, weil dort haben wir halt eine Datenbank, die normalerweise aktualisiert wird aufgrund von Diffs und dann in die Karte gerendert wird. Und in diesem Prozess lässt sich jetzt was asynchron ist, was nicht in diesem Update-Prozess drin ist, meistens recht schwer integrieren. Aber da gibt es durchaus auch neue Ansätze, das Datenbank loszumachen. Und da werden wir im nächsten Vortrag auch wahrscheinlich was zu hören. Und die größte Herausforderung langfristig sehe ich aber darin, dass wir im Grunde genommen für die Formulierung von Darstellungsregeln noch keine wirklich gute Möglichkeit haben. Also was ich jetzt vorgestellt habe, ist halt im Grunde genommen letztendlich auch wieder ein Datenverarbeitungsprozess. Er ist halt nur von der Darstellungsseite her gedacht und geplant, aber implementiert wird es dann am Ende schon als Datenverarbeitungsprozess. Und das ist eigentlich für den Gestalter keine schöne Lösung, weil man muss im Kopf immer ein bisschen umdenken zwischen den beiden. Und da fände ich es eigentlich schön, wenn man da mal ein bisschen umfassender darüber nachdenken würde, wie können wir bei der Entwicklung von Programmen, von Datenverarbeitungsprozessen eben diese Notwendigkeit, das auch von der Darstellungsseite her zu denken und zu planen, besser integrieren, sodass wir das besser synchronisieren können. Das wäre es. Hier noch ein paar weiterführende Links, wo Sie zusätzliche Beispiele und Beispieldaten und Programmcode auch dazu finden können. Und sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie weitere Fragen haben. Und ich freue mich auch jetzt über Ihre Fragen direkt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diese Einblicke. Mit welchen Tools arbeitest du für die verschiedenen Schritte? Also ich bin immer so geneigt, möglichst zu modularisieren. Ich bin Anhänger der Unix-Philosophie, also immer einzelne Tools zu haben, die jeweils für den Job gut geeignet sind. Vieles mache ich auf GDAL-Basis. Die konkreten Generalisierungsprozesse, wie ich jetzt auch, also die Darstellungsorientierung, das ist alles im Grunde genommen selbst entwickelt. Größtenteils in C++. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich in Skriptsprachen, Python und dergleichen mache, aber das meiste halt schon auf. Ich meine, gerade ich mache sehr viel auf Rasterbasis. Das war in dem letzten Vortrag, den ich vor ein paar Jahren gehalten habe, auch wo ich konkreter darauf eingegangen bin, wie ich das technisch umsetze. Und Rasterverarbeitung ist etwas, was aus meiner Sicht relativ gut halt in C++ geht, aber was in Skriptsprachen manchmal relativ schwierig ist. In Python kann man auch manchmal schöne Rastersachen machen, aber ja. Meine Frage wäre, gibt es da schon irgendeine Gemeinsamkeit jetzt zwischen diesen Renderern wie Mapnik oder so, die OpenStreetMap routinemäßig rendern und dem, was du machst? Also fließt das ineinander oder sind das zwei völlig getrennte Techniken? Also Mapnik ist im Grunde genommen, wenn man jetzt fragen würde bei den Mapnik-Entwicklern, könnt ihr sowas einbauen, würden die wahrscheinlich sagen, das ist nicht unser Metier. Also Mapnik ist im Grunde genommen sehr low-level darstellen und alles, was ich mache, ist auf der Ebene davor, was man jetzt bei einem traditionellen, regelbasierten Prozess, wie man es bei OpenStreetMap kennt, im OpenStreetMap-Standard-Stil zum Beispiel, wird man das auf der SQL-Ebene machen. Aber da sind die Möglichkeiten natürlich enorm begrenzt. Also im Grunde genommen sind das alles zum größten Teil Dinge, die vom Aufwand her so sind, dass man sie vorbrechen muss, dass man also nicht live während des Renderings das machen kann. Und das ist natürlich auch eine technische Einschränkung. Das hatte ich ja schon erwähnt, deswegen in den normalen Prozess, wo man halt die Rendering-Datenbank hat, die über Diffs aktualisiert wird, lässt sich das eigentlich kaum einbauen. Man muss da entweder halt in der Datenbank dann einmal am Tag oder so dann eine Neuberechnung machen oder man muss es halt außerhalb der Datenbank machen.
Ja, dann vielen Dank. Und dann geht es hier 14:50 Uhr weiter.